Ja, guten Tag, mein Name ist Nicola Wengel, ich bin Leiterin des Dokumentationszentrums Obra-Kuhberg und ich begrüße Sie ganz herzlich in der leeren KZ-Gedenkstätte Obra-Kuhberg zu einer digitalen Lesung des Sachbuchautoren Dr. Harald Jäger. Das ist für uns was ganz Neues. Ich freue mich sehr, Sie zu dieser Premiere begrüßen zu dürfen. Ja, eigentlich hätte Herr Jäger persönlich sein Buch, was Sie hier auch sehen, Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955, hier in der Gedenkstätte persönlich vorgestellt, im Rahmen unserer Sonderausstellung Nebenan, die Nachbarschaften der Lager Auschwitz I bis III, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Wegen Corona ist es jetzt aber nicht möglich und Herr Jäger war sofort bereit, als wir ihn gefragt haben, stattdessen dieses Format der digitalen Lesung zu wählen. Und ich möchte mich bei ihm auch persönlich sehr herzlich für die unkomplizierte und freundliche Zusammenarbeit bedanken. Zumal die Lesung ein ganz zentraler Baustein im Begleitprogramm zur Sonderausstellung ist. Die Ausstellung porträtiert Orte und Menschen in Auschwitz und Birkenau heute, also in einer Umgebung, die von einer ganz extremen Gewalterfahrung gezeichnet ist. Herr Jäger nimmt uns dagegen mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit, unmittelbar nach Kriegsende, und er blickt auf die Deutschen nach 1945. Und in seiner Mentalitätsgeschichte, die er da entwirft, nimmt das Bewusstsein nach Auschwitz, der Umgang mit den NS-Verbrechen, eine ganz zentrale Rolle ein. Oder anders gesagt, die frühe Ausprägung und Formung des individuellen und kollektiven Bewusstseins nach Auschwitz von 1945 bis 1955. Und ich habe Herrn Jäger eingeladen, seine Einblicke in das Thema mit uns zu teilen. Und ich bin sehr gespannt darauf, welche Auszüge aus seinem Buch er dafür ausgewählt hat. Lassen Sie mich aber vorher noch kurz Autor und Buch vorstellen. Harald Jäger ist ein deutscher Journalist und Buchautor. Der Literaturwissenschaftler arbeitete lange als Feuilletonchef der Berliner Zeitung. Seit 2011 ist er Honorarprofessor für Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. Ja, und 2019 veröffentlichte er das Buch Wolfszeit und gewann dafür den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch-Essayistik. Die Jury begründete die Auszeichnung damit, dass das, ich zitiere, Sachbuch Anschaulichkeit, dramaturgisches Gespür und Eloquenz auf außergewöhnliche Weise in sich vereine. Und auch zahlreiche Rezensenten lobten Jäger als begabten Erzähler, der sein Stimmungsbild der Nachkriegszeit in starken Formulierungen und Beobachtungen entfalte. In 10 Kapiteln formuliert, komponiert der Autor dieses gesellschaftliche Panorama der Nachkriegszeit. Und wie sich denn das Bewusstsein der Deutschen nach dem Holocaust entwickelte, hören wir nun vom Autor selbst. Er liest von seinem heimatlichen Schreibtisch aus, der steht nördlich von Berlin, da, wo auch das Buch entstanden ist. Und wenn Sie das Buch von Harald Jäger gern selbst lesen möchten, können Sie es zum Beispiel bequem telefonisch oder online bei der Ulmer Kulturbuchhandlung Jastram bestellen. Die hat sozusagen einen digitalen Büchertisch für Sie vorbereitet. Aber jetzt gehört das Wort Harald Jäger. Ja, hallo meine Damen und Herren, liebe Besucher des Dokumentationszentrums der Ulmer Gedenkstätte. Das ist meine erste Online-Lesung. Ich kann sie leider nicht sehen. Ich muss sie mir vorstellen, was mir nicht ganz leicht fällt. Ich muss sie mir imaginieren, um ein Gefühl fürs Lesen zu entwickeln. Ich möchte sie in eine Zeit entführen, die noch viel, viel schwieriger war als unsere.
die es uns ja auch nicht leicht macht mit den Isolationsbestimmungen, die das Virus hervorruft. Aber damals standen die Menschen vor ungleich härteren Herausforderungen, auch wenn sie die allerschlimmste gerade hinter sich hatten, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Mein Buch heißt Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Hier ist es zu sehen. Es heißt Wolfszeit, weil sich die Menschen damals sagten, jetzt wird der Mensch dem Menschen zum Wolf. Der Wolf kommt ja in zwei Formen vor. Einmal im Rudel, da ist er sehr gefährlich, und dann aber auch als einsamer Wolf. Auch das ist ein ziemlich dubioser Sozialcharakter, vor dem man sich hüten musste. Was mich an dieser Zeit damals interessiert hat, ist vor allem herauszufinden, wie die Deutschen klarkamen, zum Beispiel mit der Anarchie, die ihnen ja überhaupt nicht liegt. Sie klarkamen mit ihrer Schuld, die sie im Wesentlichen ignoriert hatten, was die Sache sicher leichter machte zunächst, wie sie klarkamen mit den Alliierten, deren Befehlen sie genauso willig Folge leisteten wie zuvor den Befehlen der NS-Oberen, wie sie klarkamen mit dem Hunger, mit der Not und vor allen Dingen miteinander, denn sie hatten jede Menge Grund, Angst voreinander zu haben, aber sie hatten sich natürlich auch bitter nötig. Es ist eine Geschichte weniger des politischen Bewusstseins im Sinne des politischen Denkens als im Sinne der politischen Gefühle. Mich hat interessiert, wie die Deutschen nach dem Krieg, ohne groß über ihre Schuld nachzudenken, ohne groß über die Demokratie nachzudenken, dennoch zu einem demokratisch tickenden, zu einem demokratisch fühlenden Volk geworden sind, zu einem recht friedliebenden, zuverlässigen Volk, denen man eine Menge Gutes zutraute und von denen ihre einstigen Feinde recht bald behaupteten, sie seien Freunde, aufgenommen in die europäische Gemeinschaft. Ich beginne zu lesen mit einem Stück aus der Einleitung. Es ist eine Geschichte, die unter der Wucht der historischen Großereignisse zu verschwinden droht. Also der Großereignisse Ende des Zweiten Weltkriegs, 8. Mai, Gründung der beiden deutschen Staaten 1949. Die wichtigsten Veränderungen spielten sich im Alltag ab. Im Organisieren des Essens zum Beispiel, im Plündern, Tauschen, Einkaufen, auch in der Liebe. Eine Welle der sexuellen Abenteuerlust folgte auf den Krieg, aber auch manch herbe Enttäuschung auf die ersehnte Heimkehr der Männer. Man sah nun vieles mit anderen Augen, wollte mit allem neu anfangen, die Scheidungszahlen stiegen sprunghaft in die Höhe. Die kollektive Erinnerung an die Nachkriegszeit ist von wenigen Ikonen geprägt, die sich tief ins Gedächtnis eingebrannt haben. Der russische Soldat, der einer Frau das Fahrrad entreißt, dunkle Schwarzmarktgestalten, die sich um ein paar Eier drängen, die provisorischen Nissenhütten, in den Flüchtlingen ausgebombte Hausen, die Frauen, die heimkehrenden Kriegsgefangenen fragend, das Foto ihrer vermissten Männer entgegenhalten. Diese wenigen Bilder sind visuell so stark, dass sie wie ein immer gleicher Stummfilm die öffentliche Erinnerung an die ersten Nachkriegsjahre strukturieren. Dabei fällt das halbe Leben unter den Tisch. Während die Erinnerung die Vergangenheit für gewöhnlich in ein umso milderes Licht taucht, je mehr Jahre uns von ihr trennen, gilt für die Nachkriegszeit genau das Umgekehrte. Sie wurde im Rückblick immer düsterer. Ein Grund dafür liegt in dem verbreiteten Bedürfnis der Deutschen, sich als Opfer zu sehen. Je schwärzer die in der Tat schrecklichen Hungerwinter von 1946 und 1947 geschildert würden, umso weniger Wöge, so glaubten offenbar viele, am Ende ihre Schuld. Hört man aber genauer hin, vernimmt man das Lachen.
Durch das gruselig entvölkerte Köln führt 1946 schon wieder ein spontaner Rosenmontagszug. Die Journalistin Margret Boveri erinnerte sich an eine ungeheure Erhöhung des Lebensgefühls durch die dauernde Nähe des Todes. Sie sei in den Jahren, in denen es nichts zu kaufen gab, so glücklich gewesen, dass sie später beschloss, keine größeren Anschaffungen mehr zu tätigen. Das Elend ist nicht zu verstehen ohne die Lust, die es hervorbringt. Dem Tod entronnen zu sein, stieß die einen in Apathie, die anderen in eine nie gekannte, eruptive Daseinsfreude. Die Lebensordnung war aus den Fugen geraten. Familien waren auseinandergerissen, alte Bindungen verloren gegangen. Aber die Menschen mischten sich neu. Und wer jung und mutig war, empfand das Chaos als einen Tummelplatz, auf dem er täglich sein Glück bringen suchen musste. Wie konnte dieses Glück der Freiheit, das gerade viele Frauen empfanden, in den Jahren des Aufschwungs so schnell wieder verschwinden? Oder verschwand es gar nicht in dem Maße, in dem die geläufigen Karikaturen der 50er Jahre uns das Glauben machen? Der Holocaust spielt im Bewusstsein der meisten Deutschen der Nachkriegszeit eine schockierend geringe Rolle. Etliche waren sich zwar der Verbrechen an der Ostfront bewusst und eine gewisse Grundschuld, den Krieg überhaupt begonnen zu haben, wurde eingeräumt. Aber für die millionenfache Ermordung der deutschen und europäischen Juden war im Denken und Fühlen kein Platz. Nur ganz wenige, der Philosoph Karl Jaspers etwa, sprachen sie öffentlich an. Nicht einmal in den lang diskutierten Schuldbekenntnissen der evangelischen und katholischen Kirche wurden die Juden explizit erwähnt. Die Unvorstellbarkeit des Holocaust, seine Dimension, erstreckte sich auf perfide Weise auch auf das Volk der Täter. Die Verbrechen besaßen eine Dimension, die sie, noch während sie geschahen, aus dem kollektiven Bewusstsein verbannte. Dass auch Gutwillige sich weigerten, darüber nachzudenken, was mit ihren deportierten Nachbarn geschehen würde, hat das Vertrauen in die menschliche Spezies bis heute tief erschüttert. Und wenigstens freilich die Mehrheit der damaligen Zeitgenossen. Das Verdrängen und Beschweigen der Vernichtungslager setzte sich nach Kriegsende fort, auch wenn die Alliierten versuchten, durch Filme wie »Die Todesmühlen« die Besiegten zwangsweise mit den NS-Verbrechen zu konfrontieren. Helmut Kohl sprach von der Gnade der späten Geburt, um auszudrücken, dass die nachrückende Generation gut reden hatte. Es gab jedoch auch die Gnade der erlebten Schrecken. Die durchlittenen Bombennächte, die harten Hungerwinter der ersten Nachkriegsjahre und der Überlebenskampf unter anarchischen Alltagszuständen ließen viele Deutschen keine Gedanken an die Vergangenheit fassen. Sie empfanden sich selbst als Opfer und ersparten sich damit die Gedanken an die Wirklichen, zu ihrem zweifelhaften Glück. Denn wer unter den halbwegs anständig gebliebenen in vollem Umfang an sich herangelassen hätte, welch systematischer Massenmord in seinem Namen, mit seiner Duldung und dank seinem Wegschauen begangen worden war, hätte wohl kaum den Lebensmut und die Energie aufbringen können, die nötig waren, um die Nachkriegsjahre durchzustehen. Der Überlebenstrieb schaltet Schuldgefühle ab. Ein kollektives Phänomen, das in den Jahren nach 1945 zu studieren ist und das Vertrauen in den Menschen, auch in die Grundlage des eigenen Ichs, tief irritieren muss. Wie auf der Basis von Verdrängung und Verdrehung dennoch zwei auf ihre Weise antifaschistische, vertrauenserweckende Gesellschaften entstehen konnten, stellt ein Rätsel dar, dem mein Buch näher kommen möchte, indem es sich in die extremen Herausforderungen und eigentümlichen Lebensstile der Nachkriegszeit versenkt.
Wie gesagt, in meinem Buch habe ich die verschiedenen Orte und Anlässe versucht zu erkunden, an denen sich das politische Bewusstsein oder besser die politische Gefühlswelt der Deutschen formatiert. Das ist zum Beispiel das Entrümmern, also mit welchen Gefühlen haben die Deutschen vor ihren Trümmerlandschaften gestanden in den Städten. Das waren durchaus gemischte Gefühle. Ein Kapitel beschäftigt sich mit der Tanzwut, mit der Lust zu feiern. Die Liebe unter geänderten Bedingungen war natürlich sehr wichtig, ein wichtiger Ort für die Ausprägung sozialer Erfahrung war der Schwarzmarkt, der die soziale Marktwirtschaft als hintergründige Erfahrung lange Zeit prägte. Ein Kapitel heißt »Die Generation Käfer stellt sich auf«, ein weiteres »Der kalte Krieg in der Kunst und das Design der Demokratie«. Jetzt soll es gehen um die Raumerfahrung, die geänderte Raumerfahrung, die die Deutschen nach dem Kriege machen mussten. Ich lese einen kurzen Abschnitt dazu aus dem Kapitel »Das große Wandern«. Im Sommer 1945 lebten in den vier Besatzungszonen ungefähr 75 Millionen Menschen. Von ihnen war weit mehr als die Hälfte nicht dort, wo sie hingehörten oder hin wollten. Der Krieg hatte als gewaltige Mobilisierungs-, Vertreibungs- und Verschleppungsmaschine gewirkt. Wer überlebt hatte, den hatte sie irgendwo ausgespien, weit weg von dem, was einmal ein Zuhause war. Zu dieser gigantischen Zahl von 40 Millionen entwurzelter Menschen gehörte der größte Teil der mehr als 10 Millionen deutscher Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Hinzu kamen 9 Millionen Städter, die aus Angst vor den Luftangriffen oder weil sie bereits ausgebombt waren, aufs Land evakuiert worden waren. Die meisten von ihnen drängte es, an ihren ursprünglichen Wohnort zurückzukehren, zumal sie bei der Landbevölkerung nicht gut gelitten waren. Angesichts der zerstörten Verkehrsnetze gestaltete sich jedoch die Rückkehr überaus schwierig, vielfach unmöglich. Zu den begehrtesten Gegenständen gehörten Koffer. Es war ganz aussichtslos, welche zu kaufen. Sie waren schon in den Monaten des ständigen Hin und Hers zwischen Wohnung und Luftschutzkeller zur Mangelware geworden. Zu den ihrer Heimat Entrissenen gehörten auch die 8 bis 10 Millionen Gefangenen, die aus ihrer Heimat verschleppt und nun aus den Konzentrations- und Zwangsarbeiterlagern befreit worden waren. Sie besaßen meist nicht mehr als das, was sie auf der Haut trugen. Mit ihrer Entlassung waren die Häftlinge allerdings noch lange nicht zu Hause, falls es ein solches überhaupt noch gab. Wer nicht das Glück hatte, gleich nach der Befreiung von alliierten Soldaten versorgt und bald in die alte Heimat gebracht zu werden, irrte auf eigene Faust durch das besiegte Land, von dessen Bewohnern man eben noch geknechtet und oft durch staatlich angeordneten Mord um alle Angehörigen gebracht worden war. Die meisten jedoch warteten in neuen oder gar den alten Lagern geschwächt und apathisch auf das, was das Schicksal als nächstes mit ihnen vorhatte. Weitere 12,5 Millionen Menschen zogen als Vertriebene aus den Ostgebieten in kleinen und großen Trupps durch Deutschland, meist durch ganz fremde Gegenden, in denen man ihnen sehr deutlich zeigte, dass sie nicht willkommen waren. Einen Platz, an dem sie bleiben konnten, mussten sie trotzdem finden. 45% aller Wohnungen waren zerstört. In den Städten waren Millionen von Menschen ohne Obdach und zogen von einer provisorischen Behausung zur nächsten. Sie schliefen in Laubenkolonien, in überfüllten Wohnungen bei Verwandten, in Bunkern oder draußen auf Parkbänken, sofern diese noch nicht verheizt waren. Andere legten sich schlicht neben die Straße, häufig in Kellereingänge, unter Brücken oder fanden in den Trümmern Schutz, bedroht vom Einsturz der Gebäudereste. Von zwielichtigen Gestalten bedroht,
waren sie alle. Die polizeilich erfasste Anzahl von Raubtaten stieg um 800%. Der wirkliche Anstieg wird aufgrund des fehlenden Vertrauens in den Sinn von Anzeigen noch viel größer gewesen sein. Man war unablässig auf den Beinen, schon um Neues zu erfahren. Ohne funktionierende Post und Telefon musste man die Kommunikation zu Fuß erledigen. Im angstbeladenen Chaos der Nachkriegsmonate waren Neuigkeiten ein lebensnotwendiges Gut. Wer noch lebte und wer vermisst wurde, wo und was zu bekommen oder auch bloß zu erfragen war, das erfuhr man nur, wenn man sich auf den Weg machte. Die Lage war unklar, die Versorgungswege durchschnitten. Mitteilungen über den eigenen Verbleib zu hinterlassen und ein Lebenszeichen zu geben, war deshalb von elementarer Bedeutung. Wer wegzog, schrieb auf die Türen der verlassenen Trümmer die neue Adresse. Zum Beispiel: Heinz Siebert wohnt jetzt im Wedding, Soldinerstraße 98 bei Familie Winzer. Man hungerte nach Tipps, nach Neuigkeiten, wanderte von Besuch zu Besuch, um zu erzählen und zu hören. Auch um auf den Schwarzmärkten das Nötigste zu ergattern, waren unvorstellbar weite Wege durch mehrere Stadtteile vonnöten. In Filmdokumenten aus dem Berliner Sommer 1945 sieht man sie alle durcheinanderlaufen. Russische und amerikanische Soldaten, deutsche Polizisten, herumstrolchende Jugendliche, Familien, die auf Bollerwagen ihre Habe durch die Gegend ziehen. Abgerissene Heimkehre, Invaliden auf Krücken, Männer in feinen Anzügen, Radfahrer in Schlips und Kragen, Frauen mit leeren Rucksäcken, Frauen mit vollen Rucksäcken, viel mehr Frauen jedenfalls als Männer. Manche eilen zielstrebig, andere schlendern umher, suchen offenkundig Kontakt, brauchen dringend was zu essen oder ein Dach über dem Kopf. Bei dem einen scheint die gewohnte Normalität kaum angetastet worden zu sein, andere irren verstört durch die Straßen, ziehen weiter auf der Suche nach irgendeinem Ort, an dem sie bleiben könnten. Die verbreitete Vorstellung, Deutschland nach Kriegsende sei ein leeres, stilles Land gewesen, ist falsch. Natürlich gab es menschenleere Idyllen, in denen der Frühsommer wie jedes Jahr sein wundervolles Schauspiel aus Licht und Grün begann. Aber auch durch diese vom Krieg äußerlich unberührt gebliebenen Landschaften zogen entwurzelte Menschen. In seinem Roman Off Limits, erschienen 1955 mit großem Erfolg und heute so gut wie vergessen, schildert der einstige amerikanische Presseoffizier Hans Habe, wie sich auf den Landstraßen 1945 Besiegte und Befreite begegneten. Zitat: Man sah Lastwagenkolonnen, die Verschleppte zurückbrachten in ihre Heimat. Frauen und Kinder mit Bettzeug und Beute. Schwarze Soldaten fuhren die Lastwagen, sie kamen aus Alabama und Georgia und Mississippi, fuhren sie zurück gen Warschau. Nach Osten fuhren diese Kolonnen. Dem Westen zu aber fuhren die befreiten französischen Kriegsgefangenen auf amerikanischen Lastwagen zweiter Ordnung, die Trikolore schwingend. Das war die Welt auf Rädern. Kriegswagen und Zigeunerwagen, Panzer und Zirkus, Sieg und Elend, alles motorisiert. Wie ein schmaler Bach rieselte dazwischen die andere Welt, die Welt zu Fuß, die deutsche Welt. Männer und Frauen wanderten über die aufgerissene Landstraße. Manche suchten ein Stück Brot, manche ihre Kinder. Manche verfluchten die Sieger, manche machten mit ihnen Geschäfte. Wenn ein Geleitzug stehen blieb, machten auch die Wandernden Halt. Hier und da wurde ein Laib Brot herabgereicht von den Wagen und Panzern. Frauen standen eingekeilt zwischen den Panzern, aus denen die heiße Luft stieß, als brannte es in ihnen, und den Wagen, die beladen waren, mit Kriegsgefangenen. Sollten sie den Siegern ein Lächeln geben oder den Besiegten?
Zitat Ende. So im Folgenden nehme ich nun aus diesen verschiedenen Gruppen von entwurzelten und umherziehenden oder festgehaltenen die einzelnen Gruppen heraus, die Displaced Persons zum Beispiel, die eigentlich freigelassenen Zwangsarbeiter, die trotzdem irgendwie verwahrt werden mussten, ernährt werden mussten, die ehemaligen KZ-Häftlinge, die auch nicht von heute auf morgen ein anderes freies Leben begonnen konnten, sondern die zum Teil unter unmöglichen Bedingungen in den alten Lagern einfach bleiben mussten. Hinzu kamen neue jüdische Flüchtlinge, die ausgerechnet nach Deutschland fliehen mussten, nachdem 1946 die Pogrome in Polen begannen. Und dann beschäftige ich mich mit einer Gruppe, die für Deutschland auf äußerst widersprüchliche Weise sehr, sehr wichtig waren, die Vertriebenen. Die Vertriebenen waren genauso unwillkommen wie die sogenannten Ausländer. Früher hatte man sich als eine Volksgemeinschaft gefühlt, als es noch in einem aggressiven Schwung aufwärts ging, als man sich als Herrenrasse feierte. Nun wollte man von der Volksgemeinschaft nichts mehr wissen. Deutschland, das neue Deutschland in den geänderten Grenzen war eng geworden, und in dieses Land, in dem große Wohnungsnot herrschte, zogen nun Millionen von deutschen Vertriebenen aus den verlorenen Ostgebieten. So deutsch sie sein mochten, empfunden wurden sie von den Alteingesessenen in den deutschen Regionen als Fremde. Man nannte sie 40 Kilo Zigeuner oder schlicht Polacken. Wie es gelang, diese Menschen zu integrieren, wie es gelang, auch den Hass, die Abwehr der alteingesessenen Einwohner zu überwinden, das habe ich versucht herauszuarbeiten. Ich beginne mit einem Zitat über Frau Schittrigkeit. Das ist erschienen in einer holsteinischen Zeitung, wo ein Journalist beschreibt, einer der typischen, in seinen Augen typischen Zuwanderer aus den deutschen Ostgebieten, die nennt er eben Frau Schittrigkeit. Frau Schittrigkeits Haar, schreibt dieser Mann, changiert zwischen schwarz und dunkelbraun. Ihre Augen sind grünlich, ihre Backenknochen breit und ihre Finger kräftig und untersetzt wie die der Polenmädchen, die in vergangenen Zeiten auf den südlichen Inseln Dänemarks in der Rübenernte arbeiteten. Eine Mulattenrasse nennen die Südschleswiger die ostpreußische Flüchtlingsmasse. Mischlinge, Mischgut. Margareta Schittrigkeit ist ihrem Aussehen nach ein typischer Mischling, Nachkomme vieler Rassen und vieler Nationen. Zitat Ende. Der Rassismus lebte fort und richtete sich munter nach innen. Es war plötzlich viel von deutschen Stämmen die Rede, deren Vermischung bedrohe die gewachsenen regionalen Eigenarten der Volksgruppen, seien es Oberbayern, Franken, Pfälzer, Thüringer, Mecklenburger oder Schleswiger. Nach dem Zusammenbruch hatte die Idee der Volksgemeinschaft an Strahlkraft verloren. Das Volk war desavouiert. Nun besann man sich plötzlich wieder auf die Region als das entscheidende Identitätsmerkmal. In der innerdeutschen Migration sahen viele eine Art multikulturellen Angriff auf sich selbst. Der Tribalismus blühte. Man grenzte sich als Stammesangehörige durch Sitten, Gebräuche und Glaubensriten von den Umliegenden ab und erst recht von den Deutschböhmen, Banater Schwaben, Schlesien, Pommern und Bessarabiendeutschen, alles Polacken, was da hineinströmte.
Mal wetterte man gegen die angebliche Schlampigkeit der Flüchtlinge, mal gegen deren Überheblichkeit. Heute gering erscheinende Unterschiede reichten aus, um eine substanzielle Andersartigkeit der Stämme zu markieren. Der Kreisdirektor des Bayerischen Bauernverbandes, Dr. Jakob Fischbacher, bezeichnete es in einer vielbeachteten Rede als Blutschande, wenn ein bayerischer Bauernsohn eine norddeutsche Blondine heiratete, und forderte die Bauern auf, die eingefallenen Preußen zurückzutreiben, wörtlich am besten gleich wieder nach Sibirien. Das Paradoxe ist, so rückwärtsgewandt viele Vertriebene auch waren, in der Nachkriegsgesellschaft wirkten sie als Agenten der Modernisierung. Sie verursachten jene kulturelle und soziale Durchmischung maßgeblich mit, auf die die junge Republik sich später so viel einbildete. In ihrer neuen, meist ungeliebten Heimat bildeten sie das Ferment einer Entprovinzialisierung, die gerade das traditionell veränderungsunwillige Bauernland ummodelte. Die Vertriebenen mischten das Land regelrecht auf, nivellierten die regionalen Unterschiede und sorgten in einem ersten kulturellen Lockerungsschub dafür, dass die Deutschen sich Jahrzehnte später auf eine so abstrakte rationale Identität wie den Verfassungspatriotismus einigen konnten. So waren sie zum Beispiel neben dem späteren Fernsehen in vielen Regionen für den Mundartschwund verantwortlich. Da die vertriebenen Kinder sich ihres Herkunftsdialektes schämten, sprachen sie in der Schule ein möglichst perfektes Hochdeutsch, dem sich bald auch die Kinder der Einheimischen anschlossen. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Erfahrungen von Vertriebenen. Die einen hatten Glück und kamen bei verständigen Leuten unter, fanden rasch eine Arbeitsstelle. Die meisten waren ja ungeheuer findig, hatten Lust zu arbeiten, waren gut ausgebildet, nahmen jede Arbeit an. Andere hatten trotz dieser Fähigkeiten und Bereitschaft überhaupt kein Glück. Sie fanden keine Bleibe, wurden teils mit Gewalt von den Alliierten bei irgendwelchen Bauern untergebracht, die sie schrecklich behandelten, die sie spüren ließen, Tag für Tag, wie unwillkommen sie waren. Andere wurden in riesigen Lagern untergebracht, also auch das Konzentrationslager Dachau beispielsweise, diente noch für viele Jahre der Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen. Es wurden neue Siedlungen gebaut, Kleinhaus an Kleinhaus, die immer noch etwas Lagerhaftes an sich hatten. Oft erhielten, so lese ich nun weiter, diese Siedlungen von den Einwohnern der gewachsenen Stadtteile Spitznamen wie Kleinkorea, Neupolen, Mau Mau oder Kleinmoskau, womit sie deutlich machten, wohin sie die Menschen am liebsten verbannt hätten. Mau Mau, das bezeichnete eine Exklave des Exotischen, selbst wenn in solchen Siedlungen tatsächlich oft mehr Ausgebombte aus Hamburg oder Mannheim wohnten, als tatsächlich Vertriebene aus dem Osten. Mau Mau markierte auf sprechende Weise den Punkt, an dem die Deutschen sich selber fremd wurden. Und das war bezeichnenderweise nicht der Moment, als sie den Holocaust begriffen. Heute ist es unvorstellbar, wie tief das Zerwürfnis zwischen den Deutschen war. Die alliierten Militärbehörden, vor allem die britischen, warnten mehrfach vor einem drohenden Bürgerkrieg. Es gab im ehemaligen Konzentrationslager Dachau beispielsweise eine Lagerrevolte von Vertriebenen. Der Jesuitenpater Johannes Leppich, ein gebürtiger Schlesier, der wegen seiner polemischen Predigten das Maschinengewehr Gottes genannt wurde, prophezeite, es wird eine Revolution geben aus Bunkern und Baracken, wenn nicht bald geholfen wird. Der Historiker Friedrich Prinz resümierte, der zufriedene Rückblick auf die geglückte Integration der Vertriebenen verstellt heute manchmal die Einsicht, wie nahe wir der gesellschaftlichen Katastrophe waren. Wäre es doch durchaus möglich gewesen, dass die Vertriebenen Deutschlands Palästinenserproblem geworden wären.
Tja, wie ist das alles gut ausgegangen? Dazu trug ein Gesetz bei, das sich Lastenausgleich nannte. Meine Großeltern früher hatten, als ich ganz klein war, sich immer in Geburtstagen entsetzlich darüber gestritten. Sie warfen sich alles Mögliche an den Kopf, standen sich gegenüber, schrien und brüllten, je mehr Schnaps sie während des Geburtstags getrunken hatte. Und ich vernahm immer nur ein Wort: Lastenausgleich. Ich wusste nicht, dass das, das war erst bei der Arbeit an diesem Buch, habe ich begriffen, worüber sich meine beiden Großväter da so erbittert gestritten hatten. Der eine war nämlich in seiner Stadt geblieben, meiner Kleinstadt vor Duisburg, im Ruhrgebiet. Der andere war aus Schlesien geflohen. In der Bundesrepublik hatte damals eine quälende Diskussion um den sogenannten Lastenausgleich begonnen. Ein entsprechendes Gesetz trat im September 1952 in Kraft. Es regelte, wer welchen Anteil an den Kriegslasten zu tragen hatte. Das Lastenausgleichsgesetz liest sich so trocken und glanzlos, wie es sich anhört. Und doch verkleidet der Begriff ein Wunderwerk an politischem Auseinandersetzungsvermögen. Mit diesem Gesetz rauften sich die tief entzweiten Deutschen wieder zusammen. Eigentlich ohne es recht zu bemerken. Denn weil niemand mit dem Ergebnis zufrieden war, blieb die Größe dieses Vorgangs lange verborgen. Erich Ollenhauer, der damalige Vorsitzende der SPD-Opposition, brachte die Bedeutung des Lastenausgleichsgesetzes auf den Punkt. Es geht hier nicht um ein soziales Gesetz wie in 100 anderen Fällen, in denen Leistungen und Verpflichtungen peinlich genau gegeneinander aufgewogen werden. Es ist das Gesetz der Liquidierung unserer inneren Kriegsschuld gegenüber von Millionen unserer eigenen Volksgenossen. Eine merkwürdige Formulierung, die Liquidierung unserer inneren Kriegsschuld. Zur Begleichung der inneren Kriegsschuld wurden alle, die der Krieg nur wenig geschädigt hatte, zur Kasse gebeten, zugunsten jener, die das meiste verloren hatten. Im Einzelnen bestimmte das Gesetz, das ist jetzt zu lang, das auseinanderzufieseln, dass derjenige, der vom Krieg weitgehend verschont worden war, die Hälfte seines Vermögens, immerhin die Hälfte, abgeben musste zugunsten derjenigen, die alles verloren hatten. Und das konnte in Raten über 30 Jahre hinweg gezahlt werden. Über diese spektakuläre Umverteilungsaktion, der 1949 eine Soforthilfeabgabe vorausgegangen war, wurde so erbittert und zäh gerungen, dass am Ende so gut wie niemandem im Volk bewusst war, welch bewunderungswürdigen Entschluss es da letztlich gefasst und umgesetzt hatte. Stattdessen waren nach Jahren des Streites, nach denen niemand das Wort Lastenausgleich mehr hören konnte, alle unzufrieden. Die vom Krieg Ungeschorenen fühlten sich zu stark zur Kasse gebeten, die Vertriebenen dagegen empfanden die Zahlungen nur als Tropfen auf den heißen Stein. Mit diesem Hickhack kamen die Deutschen an in der Demokratie, in den Mühen der Ebenen, auf dem gerungen wird jenseits großer Worte und Ideologien. Die allgemeine Mauligkeit, die den anhaltenden Streit um den Lastenausgleich begleitete, war ein Zeichen der Normalisierung. Dass die Deutschen ihre inneren Kriegsschulden auf diese zähe, nüchterne und gänzlich unpathetische Weise ausfochten und sich am Ende auf einen mühsam austarierten Kompromiss einigten, dessen Umsetzung 25.000 Angestellte und Beamte jahrzehntelang beschäftigte, machte niemanden wirklich froh. Aber aus heutiger Sicht wird deutlich, welch glücklichen Weg man damit eingeschlagen hatte. Ein Verteilungskampf, der als brutaler Kulturkampf zwischen Einheimischen und Zugereisten begonnen hatte, war auf pragmatische, faire Weise zur parlamentarischen Verhandlung gebracht worden. Für das, was später Zivilgesellschaft genannt wurde, war damit auch in Deutschland der Grundstein gelegt.
Binnen weniger Jahre hatte sich das Selbstbild der Deutschen tiefgreifend gewandelt. Was sie im Nationalsozialismus als Volksgemeinschaft glühend gefeiert hatten, erschien ihnen nach dem Krieg als aufgezwungener Bund missliebiger Ethnien. Dieser wiederum wurde in den Jahren des Aufschwungs in eine unsentimentale Kompromissgemeinschaft verwandelt, in der sich alle nur leidlich gut behandelt fühlten. Ein neuer Nationalismus ließ sich auf diesem solide zerstrittenen Fundament kaum bauen. Kein schlechter Ausgangspunkt für die junge Demokratie. So, und hier will ich mal schließen. Nicht ohne nachzutragen, dass ausgerechnet heute, zu Zeiten der sogenannten Corona-Krise, wieder öfter vom Lastenausgleich die Rede ist. Nun erinnert man sich dieses Instruments. Und manch ein Politiker hat schon prophezeit, dass uns ähnliche Debatten bevorstehen, wenn diese Krise einmal überwunden und bezahlt sein wird. Dann geht es nämlich an Zurückzahlen. Und vor allen Dingen geht es um einen Lastenausgleich zwischen denen, die die Krise gänzlich ungeschoren lassen hat, und jenen, die durch die Krise und ihre Folgen vieles verloren haben, unter anderem ihre Arbeit. Und man wird sehen, wie wir die Kosten dieser Krise miteinander verteilen und aushandeln werden. Und man wird überprüfen können, wie viel wir aus dieser Zeit damals gelernt haben. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, uns demnächst wieder von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Herzlichen Dank.